So, hallo liebe Zuschauer, ihr seht mich jetzt durch einen improvisierten Spiegel. Aus dem einfachen Grund, ganz viele Leute haben mich immer gefragt, ja, auf welcher Orgel spielst du überhaupt? Und ich möchte jetzt quasi mal in aller Kürze meine Orgel zeigen, die ich hier in Würzburg-Heidingsfeld permanent betasten darf. Ja, diese Orgel hier, ich bin jetzt hinter der Kamera und laufe jetzt quasi mal ein bisschen hier rum und zeige euch das. Diese Orgel hier, so schaut sie aus. Oben drüber haben wir eine tolle Rosette, die auch gerade im Abendlicht leuchtet. Ist erbaut vom Orgelbauer Hoffmann, Ostheim vor der Rhön und stammt aus dem Ende der 70er Jahre. Genaues Jahr habe ich gerade nicht im Kopf. Sie verfügt über 27 Register. So schaut der Spieltisch aus. Und die möchte ich euch jetzt im Einzelnen vorstellen. Noch ein paar Sachen zur Orgel selbst, also sie ist mechanisch traktiert, hat zwei Manuale. Hier haben wir Registerwippen und Möglichkeiten unter B und C Register zu speichern. Das ist vielleicht ein kleines bisschen antiquiert. Hier haben wir noch drei Zungen-Einzelabsteller. Im Pedal haben wir nochmal Pistons, auf denen wir umschalten können. Natürlich mit dem wichtigsten Knopf, den eine Orgel braucht. Und was ich ganz toll finde, ich habe hier auch nochmal im Pedal die Möglichkeit, die Koppeln, allerdings dann für alle drei Speichermöglichkeiten A, B, C zuzuschalten, die aber unabhängig von diesen Wippen hier laufen. Ja, das Ganze findet sich natürlich hier nochmal für die Hände. Und so habe ich eben die Möglichkeit, hier auch mal schnell, wenn eine Koppel irgendwo fehlt, sie zuzuschalten, ohne dass ich hier oben in den Wippen rumfuhrwerken muss. Allerdings ist klar, wenn irgendwo die Koppel drin ist, dann ist sie drin. Also wenn ich eine rausmachen muss, die hier oben reingemacht wurde, dann muss ich sie natürlich auch oben rausmachen. Also wie gesagt, eine unterschiedliche Technik. Ansonsten mechanische Traktur, habe ich schon gesagt, elektropneumatische Registertraktur. Hier haben wir oberhalb des Spieltisches ein Schwellwerk. Das ist leider nur hier so ein bisschen Holzverschlag und der kann auch recht schnell laut werden. Passt mal auf. Ja. Also da muss er wirklich feinfühlig sein, der kann Krach machen. Oben drüber haben wir eine Besonderheit, nämlich eine spanische Trompete. Und hier sehen wir rechts und links den ausgebauten 16 Fuß Prinzipal Bass und nochmal hier oben unsere schöne Rosette. Ja, dann habe ich im Wesentlichen von der Orgel eigentlich so mal alles gezeigt. Hier haben wir einen Liedanzeiger, an dem ich permanent noch rumfuhrwerke. Eine kleine Besonderheit hat diese Orgel noch, dass man hier oberhalb der mechanischen Traktur gehen kann. Und ich kann das hier auch mal zeigen, wer noch nie eine Traktur gesehen hat. Hier sind die einzelnen Trakturstäbe. Ah, jetzt habe ich leider nichts registriert, wirklich nicht. Ja, das ist natürlich unklug, sonst hätte ich mal zeigen können, dass man aus der Traktur heraus auch spielt. Ja, die befindet sich hier beim Schwellwerk. Vielleicht gehe ich hier einfach gerade nochmal rum. Ja, also nochmal. Pedal. Ja, für die Koppel, also das kann ich jetzt mit der Hand schlecht andeuten, deswegen ist hier die Oboe manchmal dabei, manchmal nicht. Hier haben wir erstes Manual, hier unten drunter geht das Pedal weiter und hier zweites Manual. Ja, so viel hier zur Mechanik. Hier sehen wir nochmal meine schöne Oboe aus dem zweiten Manual oder auch nicht. Wenn man hier ein bisschen jetzt hinterzoomt, jetzt wird es wahrscheinlich einfach nur dunkel. Man sieht, diese Mechanik geht sozusagen weiter und führt dann letztendlich zu den Registern. Hier haben wir unsere elektropneumatische Register. Hier sieht man, hier kann ich jetzt auch einzelnes Register zuschalten. Hört man auch gleich, dass es eben pneumatisch funktioniert. So, und jetzt möchte ich mal die einzelnen Register kurz vorstellen. Ich zeige es mal. Hier im Pedal haben wir Prinzipalbass, Oktavbass, Hintersatz, Vierfach, Subbass, Gedackbass, Dolkan, 4 Fuß, Posaune, 16 Fuß. Erstes Manual, Quintertön 16, Prinzipal 8-4-2, Quinte 2-2-Drittel, Mixtur 5-fach, 1-1-Drittel, Rohrflöte Gamba, Spitzflöte,
spanische Trompete, das ist die Kollegin hier oben. Leider keine normale Trompete und die spanische Trompete passt oft nicht zum anderen Werk. Da ist es dann immer abzuwägen, kann ich sie einsetzen oder nicht. Man hat sich ja ab und an auch mal schon mal über die Stimmung dieser Trompete in meinen Videos beschwert. Nun gut. Zweites Manual, gedacht, 8, Prinzipal 4, scharf vierfach, macht einen Haufen Krach. Salitional ist ein Streicher, Piffra ist die Schwebung dazu, Hohlflöte, Nassat, Waldflöte, 2 Fuß dann, Terz 1, 3 Fünftel, Oboe plus Tremolant. Ja, das wäre es im Wesentlichen gewesen. Ich möchte nur noch so ein paar Sachen zeigen, wer mit solchen Registertechniken noch nicht so ganz vertraut ist. In manchen Orgeln gibt es ein Register, das heißt Sesquialtera. Das ist ein Kombinationszug aus diesen beiden hier. Nassat 2, 2 Drittel oder halt ein 2, 2 Drittel Register und Terz 1, 3 Fünftel. Das kann man ausbauen zu einem Kornett, besteht idealerweise nur aus Prinzipalen, wenn es ein Prinzipalkornett ist. 8 Fuß Prinzipal habe ich hier nicht, okay. 4 Fuß Prinzipal, 2 Fuß Prinzipal wäre auch noch dabei. Und eben 2 zu Drittel und 1, 3 Fünftel. Dann hätte ich ein schönes, saftiges Kornett. Ah, falsch. War auf C. Ja, das steht dann normalerweise auch vorne im Prospekt, dass es schön rausknallen kann. Ergänzt normalerweise dann auch nach oben hin die Trompete, weil Zungenstimmen dazu neigen, nach oben hin einfach schwächer zu werden. Ja. Aber man kann von daher hier gerade mit dem 1, 3 Fünftel auch gut dann mit der Oboe zum Beispiel arbeiten. Da würde ich es aber auf dem Flötenkornett ein bisschen abmildern. Ja, genau. Ansonsten, das mal hier vorweg. Jetzt klemme ich die Kamera mal wieder in die bekannte Position. Das ist hier gar nicht so leicht. Ich muss jetzt hier meine Kamera das reinfriemeln durch mein Stativ. Mal schauen, ob das mir jetzt so auf die Schnelle gelingt. Bisschen umständlich. So, oh, das passt noch nicht. So, jetzt ist die Kamera reingeknurrt. Jetzt seht ihr zwar die Register nicht mehr, aber ich sag was ich mache. Seht ihr mich? Ja, Kopf ein bisschen abgeschnitten, müssen noch ein bisschen hoch. Seht ihr, wie kompliziert es ist, wenn man das alles beim Gottesdienst machen muss? Ich habe ja nicht den Luxus, dass ich jemanden zum Filmen habe. Okay, jetzt zeige ich mal so ein paar vereinzelte Register. Prinzipal. Ergänzt sich gut um die Vierfuß-Oktav. Ja, und dann der Zweifuß. Gleich mal noch Pedal, Subbass und Gedackbass dazugezogen, denn unser Prinzipalbass neigt ein bisschen dazu zu schnarren und springt auch, hört ihr das? Also er braucht einfach ein bisschen, um anzuspringen in der Tiefe. Wenn ich es übrigens recht weiß, sind die tiefsten Pfeifen gar nicht mehr ausgebaut, sondern als, ja, also quasi 5 1/3 zusammengetrickst, aber muss ich nochmal nachschauen. Ja, die Quinte könnte ich jetzt auch noch einfügen, also 8, 4, 2, 2, Drittel, 2. Die ist vor allem dazu da, nochmal in die Vierfußlage ein bisschen Speck reinzubringen, sage ich jetzt mal. Ansonsten im Oberwerk haben wir nur einen Vierfußprinzipal. Den verwende ich ganz gern, wenn mir der untere Vierfuß zu laut ist, gerade wenn wenig Leute da sind. Dann kann ich damit so ein bisschen Höhe reinbringen in den Klang, ohne dass ich gleich aus dem ersten Manual im Whitecore den Prinzipal ziehen muss im Vierfuß. Vor allem kann ich ihn eben noch abschwellen. Ja. Dann haben wir, also über das Kornett habe ich ja schon ein bisschen geredet, damit kann man gut eben besagte Vorspiele machen. Was weiß ich, ja, irgendwie, oh, Koppel raus. Oh, jetzt ohne 2 Fuß oder natürlich, ja, mit 2 Fuß muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Dann haben wir den Salitional und die Schwebung, das ist natürlich für die Kommunion unersetzlich.
ebenfalls im Tremolant anreicherbar. Hört man jetzt wahrscheinlich nicht im Video. Ja, vorhin habe ich von Salicional und Cornett geredet. Auch eine tolle Sache ist 8 Fuß, 2 Drittel Fuß, 1 3 Fünftel Fuß und Tremolant. Dann habe ich jetzt so eine richtige Lamento Sesquialtera. Also. Den 2/2 Drittel weglassen. Das mache ich manchmal so ein bisschen in der Weihnachtszeit. Ja, also. Was ich sehr gerne mache, ist nur die 4 Füße miteinander zu kombinieren in Koppelung. Auch passt gut auch für die Weihnachtszeit, gerade auch für Wiegenlieder oder sowas. 4 Fuß oben, 4 Fuß unten, die Spitzflöte unten ist ein bisschen härter, aber dann noch gegebenenfalls sogar mit Tremolant kann man so ein bisschen, wie drückt man das aus, so ein bisschen weihnachtlich halt spielen, was weiß ich. Erst das zweite Manual in Koppel. Dann aber ins Pedal entweder gar kein 16 Fuß nehmen, also nur 8 Fuß. Echo. Oder was ich auch anbiete, ist eine Bordun-Quint, dann doch mit 16 Fuß. Groß F in der großen Oktav und C1. Also wir haben 1,5 Oktaven Abstand, 16 Fuß, Subbass, hier. Und da kann ich dann den als Orgelpunkt liegen lassen und dann auch schöne Sachen machen. Das kann ich natürlich einen Schweller nicht mit dem Fuß zumachen. Haben wir ansonsten halt die üblichen Register. Ich möchte nur noch auf die besonderen deswegen eingehen. Oh, ich laber schon wieder zu lang. Oboe, zweites Manual. Mit Gedakt 8 Fuß abgedeckt. Posaune. Als Soloinstrument im Pedal völlig unbrauchbar. Und dann eben eine spanische Trompete. Klingt solo ohne alles so. Natürlich elends Krach. Kann man mal solistisch mit einem 16 Fuß abdecken, ja, also so ein bisschen Schwere reinbringen. Eieiei, wieder herrlich verstimmt. Oder auch mal entsprechende Choräle. Also gerade sowas wie Lobe den Herrn, das geht doch wunderbar. Ja, als Einspielregister fürs Vorspiel eher nein. Höchstens dann bei einem Halleluja oder was, wenn ich wirklich Pfeffer gebe. Also wenn ich hier jetzt richtig aufregistriere, könnte ich dann, wenn ich jetzt im Grunde fast schon im Plenum bin, also ich habe jetzt alles außer Scharf und spanische Trompete, also Mixturklang plus Oboe, könnte ich ein Vorspiel machen. Koppel macht's besser. Dazwischen, aufs zweite Manual vielleicht dann springen und dann mit der Trompete nochmal den Cantus Firmus reinhauen. Also in der Art. Ja, dann kann man Halleluja.
Ja, dann habe ich noch nicht die Mixturen vorgestellt. Mit dem Hintersatz im Pedal kann ich nicht so richtig viel anfangen. Der macht es vor allem halt ein bisschen fetter, aber es ist kein Soloinstrument. Also ich weiß nicht, ob da einfach ein einfacher Zweifuß gescheiter wäre. Meine Mixtur, 5-fach 1/3 im ersten Manual. Ohne Mixtur, mit Mixtur. Dagegen jetzt mal scharf aus dem zweiten Manual. Ja, 70er Jahre Schreihals, den würde ich wahrscheinlich ein bisschen zähmen, wenn ich die Orgel umbauen würde. Und so ergibt sich dann im Organo Pleno ein Klang, der dann in etwa so klingt. Nur noch um die Zunge im zweiten angereichert werden kann. Und am Ende, wenn ich die spanische Trompete noch reinziehe, also ich gestehe, empfinde es nicht so, dass es sich alles so optimal mischt. Es ist halt laut, ja. Und nachdem ich jetzt wieder endlos schon erzähle, mache ich auch hier die Schotten dicht. Ich hoffe, ich konnte euch einen Einblick über meine Orgel hier in St. Laurentius Würzburg-Heidingsfeld geben und lade auch herzlich ein, darüber gerne zu diskutieren. Vielen Dank!